Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas Old World Blues. Und wir gehen heute in Z9 Krotalos DNS Konservierungslabor herein. Für die Upgrade zu unsere Einrichtung im PC. Im Zimmer. So, und jetzt, ne? Das Tier ist doch ein Tier. Weißt du? Ich diese Köter hasse, ne? Weil die haben 500 Le- Ruhig näher. So. Ich hasse diese Köter, echt. Richtig schrecklich. Ist nix zu gebrauchen. So, weg. Oh Gott. Aha. Oh. Ich hoffe, das Perk wirkt. Noch habe ich nicht das Gefühl. Okay, weiter. Ja, natürlich. Alpha-Wand, würde ich sagen, ne? Geil. Awesome. Mega geil. IGN 10 von 10, gut. Achso. Ja, okay. Ich meine, ich fand die... Ich fand die ja schon im normalen Fallout schlimm, diese Nachtpirscher, aber hier sind die halt noch schlimmer. Lobotomierten Maske. Stealthboy! Ah, sehr gut. Man weiß ja nie, wann man die mal braucht, ne? Hallo, natürlich ein besonderer, der auch noch mehr Gesundheitspunkte hat. Wahrscheinlich auch noch mehr Schaden macht. Es. Ja, was ist denn das? Dieser dreckige Köter, ne? Unfassbar. Ist nix zu gebrauchen.
So, ein Luxus-Chemiekasten. Ein Werkbar. Ich kann Stimpaks machen! Nice. Wie viel habe ich denn jetzt? Wieder 540, super. Das war's, oder? Das war's. Na komm, machen, lassen wir das. Ich habe keine Lust auf Nachtpirscher. Weiter. Das ist wieder hell. Aber wir sind eher zum... Was ist das für ein Gebäude? Pepsi... Ach, Pepsi nahe den S-Kompetition. Meine Roboskorpione den Krater erobert haben. Leider ist das Ding ziemlich groß. Und es ist gar nicht so leicht, alles zu erobern. Ja. War nicht doch schon mal. Oder? Nicht? Wow, kein Cazador, bitte, nein. Ich meine, zum Glück können wir nicht vergiftet werden, ne? Aber trotzdem. Sind Cazador halt echt eklige Viecher. Was? DNS-Rächer extra gewährt. Im Studium der Abscheulichkeiten, die am Big Mountain geschaffen wurden, erhält den Schadensbonus 10%. Das ist der Hammer! Das ist der absolute Mega-Wahnsinn. Da werde ich ja jetzt, das ist alles. 10%, die machen es jetzt auf jeden Fall. Danke für diese großzügige Spende. Das ist so wie. So, Spendenmarathons, wo dann so wenig Geld einkommt, dass der Verwaltungsaufwand größer ist als die Geldmenge. Also richtig sinnlos. Cazador. Na, wunderbar. Eigentlich dürften die ja keine Türen öffnen dürfen. Oh. Kopf. Hallo. Also richtig getrollt. Wahrscheinlich wird der mich da auch gleich trollen, aber egal. Ich glaube, dahinter sind irgendwie so ganz besondere Dinger. Also so eins wahrscheinlich. Wow! Da kommt mir so dick vor. Ja, ist verkoppelt der Kopf, würde ich sagen. So. Boom! Get out of the way!
Aua. Was? Zusätzliche 10%. Was? Bitch. So. Jetzt hätte ich gerne irgendwie so ein Psycho oder so, was mehr Schaden macht. Ich guck mal gerade hier so, ob sich gerade irgendwas hier befindet in der Art. Bevor ich auf den großen Katador losgehe, nämlich. Wenn nicht, schaffen wir das auch so. Okay. Dann eben so. Hier nehmen wir wenigstens die Panzerbüchse. Testobjekt. Nö, no, direkt, irgendwie so. Fast die. Wo ist es? Aua! Oh Gott. Ah. Nee. Oh, schon besser. Nein. Das sind geile Türen. Kassadore, ne? Und dann auch noch so schwierige. Bitte nicht die Pylonen berühren. Pylonen sind diese leuchtenden Dinger. Bei abgestürzten Pylonen rufen sie die Sicherheit. Mhm. Ja. Hallo. Hallo. Wow. Nein, das war mir zu viel Schaden. Nein. Hallo. Puh. Sehr viel. Vielleicht war es mir sogar ein bisschen zu viel. Kassadorigkeit. Ja. Was ist das denn? Mhm. Ach, der. Wissenschaftlerhandschuhe, also. Autodoc-Implantat. Okay, wie viele Aufgaben habe ich jetzt wieder neu? Alter. Was ist denn das für eine Quest? Die ist ja fast größer als die von Fallout 3 hier mit dem Ödland-Überlebenshandbuch. Mein Hunger. Es ist unfassbar. Ich habe kein Essen dabei, oder? Ja. Na gut. Mit ein paar Sachen kann man sich ja immer aufrecht halten. Man isst ja, was man kriegt. So, weitermachen. 15 Minuten. Securiton geht Dekonstruktionswerk. So. Ich denke, hier ist eine andere Waffe wieder angemessener.
Mr. House wäre begeistert von einem Securiton-Dekonstruktionswerk. Ich glaube, die sind feindlich. Beschädigt das Securiton MK5, wie viel TP er der hat, sehe ich nicht. Wow! Hey! Was habt ihr denn für Gesichter? Ach komm. Ach komm. So, wir wechseln die Waffe, weil wir so nicht weiterkommen. Wow. Ich glaube, wir haben's. Puh. Ich bin irgendwo verkuppelt. So. Ich wollte keine ERNK-Unterstützung anfordern. Wir würden nicht bis hierhin kommen, glaube ich. Ein Sunset. So, was haben wir denn hier so? Aha. Aha. Interessant. Aha, interessant. Da oben ist auch noch was. Eine Tür. Was haben wir hier? Ganz viele Kernspaltungsbatterien. Sind mir zu schwer, als dass ich die mitnehme. Gar nicht gut. So, können die nicht mal näher zu mir kommen? Aua. Aua. Was soll das? Zum Glück haben wir ja so viel Munition. Kritisch. Wow, nicht in meine Richtung. Wow. Nein. Besser. Was zur... Jetzt kann ich leider keine... also ich kann... Könnte mit einer passenden Tabelle das übersetzen, aber ich könnte den nicht so ganz... wie manche... Da muss man echt sagen, Nerd, weil es ist kein nötig... Es ist kein notwendiges Wissen, sage ich mal. Könnt ihr das wahrscheinlich so direkt übersetzen. Was das für ein Maschinencode ist. So. Eieiei. Ah. So. Ach ja, schön. So, ja, Panzer brechen, das ist etwas effektiver. Steffen effektiver Berg. Okay, der war schlecht. Ja, war wahrscheinlich sogar sehr schlecht. Magie-Upgrade. Ach, gucke mal.
Süß. Was haben wir da drin? Sachen, die ich lieber nicht rauslasse. So wie in meinem Hintern. Was? Ja. Das Witze-Level heute wieder mal, ne? Ich merke das schon. Ah! Wenn ich dran denke, packe ich mir hier ein Zack Live Brille und Hut drauf. So. Ich würde aber sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.